Zeichnen ist ja etwas sehr Ursprüngliches. Also damit fängt man an, auch als Kind. Das erste Mal zeichnet man, bevor man anfängt, mit Farbe zu arbeiten. Und so ist es bei Künstlern ja auch. Also was hat etwas Intimes, wo man sieht eben den unmittelbaren Blick der Künstlerin. Also wie sie etwas zum ersten Mal erfasst hat. Das Besondere an der Ausstellung ist, dass es tatsächlich das erste Mal ist, dass wir in dieser Fülle die Zeichnungen von Paula Modersohn-Becker zeigen. Es gibt insgesamt 1400 Zeichnungen von ihr, aber die wenigsten davon sind bekannt. Wir zeigen hier eine Auswahl von 130 Arbeiten etwa. Paula Modersohn-Becker hat immer versucht, sich weiter zu bilden, zu entwickeln, weil sie sich verbessern wollte. Frauen waren bis zum Ende des Ersten Weltkrieges in Deutschland nicht an Akademien zugelassen. Das heißt, sie mussten auf private Lehrerinnen, Lehrer und Akademien ausweichen. Die gab es aber. Interessant vielleicht in dem Zusammenhang auch, dass man in den frühen Bildern eben sieht, wie exakt sie auch zeichnen konnte. Man sieht Hände, ganz wunderbar, fast altmeisterlich gemalte Hände. Und in späteren Bildern vereinfacht sie, vergröbert sie das. Man könnte denken, wenn man nur die späteren Bilder kennt, die Frau konnte gar keine Hände oder sie konnte gar nicht zeichnen und malen. Aber man sieht, sie konnte es, aber sie hat es gebraucht, um zu ihren späten, abstrakten, modernen Bildern zu kommen. Und am Ende des Rundgangs merkt man, wie sie sicherer ist in den Möglichkeiten und sie dann die Zeichnungen nutzt als Vorstudien für ihre Gemälde. Ja, wir sehen teilweise kleinere Studien, wo sie Komposition mit Rahmen umfasst hat, wo man merkt, sie bereitet eine Komposition, ein Bild vor, das irgendwann vielleicht ein Gemälde geworden wäre, das es aber nicht geworden ist, sei es, dass sie nicht mehr dazu gekommen ist oder sei es, dass sie es aufgegeben hat, andere Pläne gehabt hat. Also auch da ist so ein bisschen das Labor-Atelier, das Labor Paula Modersohn-Becker, wie sie versucht hat, eben zu Gemäldefassungen zu finden, nachzuvollziehen. Ja, das Spannende an Zeichnungen ist ja auch die unterschiedlichen Materialien. Also man hat unterschiedliche Papiere, Papierfarbtöne auch, die man unterscheiden kann. Und dann natürlich die Malmaterialien. Man kann mit Kohle, mit Kreide, es sind Aquarellzeichnungen dabei, sind Gouachen dabei. Also es ist wirklich so ein Blick hinter die Kulissen, der einfach nicht so bekannt ist. Die Ausstellung heißt Die Zeichnerin Paula Modersohn-Becker und sie läuft noch bis zum 20. August.